Martinus, was geht bei euch ab? Schaut doch mal hier, das 2. Ach Gott, wir haben schon so lange nicht mehr das 2 gehabt. Gut, für euch zählt es vielleicht sogar tatsächlich, also hier bei meinen Videos, weil ich oft, wenn das Overwatch auf das 2 ist, mir es geschwind anschaue und dann einfach die Leute zerstöre mit meiner Prediction und dann nochmal neu suche und dann vielleicht sogar nochmal neu suche, bis ich dann wirklich aufnehme, weil das 2 wirklich zu Hauf aufgezeichnet wird. Aber das war jetzt, glaube ich, das 3. Overwatch, das in Folge das 2 war, und jetzt muss ich halt langsam auch mal aufnehmen. Ich kann jetzt nicht ewig da rumskippen, beziehungsweise mir das immer angucken. Da vergeht ja auch die Zeit. Klar, ich muss dabei nicht labern und ich kann danach sofort auf Weiter drücken und muss ja keine Daten abspeichern oder sowas. Aber ja. Die sind noch im Warm-Up und er wurde bereits im Warm-Up. Nee, halt, der wurde nicht zwingend bereits im Warm-Up gereportet. Guck mal, er steht rum. Denn, wenn man an Runde X reportet wird, werden ja irgendwie 3 Runden davor und 3 Runden danach genommen. Und die werden dann aufgezeichnet, ne? So irgendwie. Also ist er vielleicht auch erst dann bei Runde 2, 3, so. Na, knickknack. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt 3 hinten, 3 vorne oder 4 hinten und 3 vorne, 5 hinten und keine vorne. Ich weiß es nicht. Aber ja, damit man so ein gewisses Maß auch an, natürlich an Content hat für die Overwatcher. Wenn das immer nur eine Runde wäre, wäre das ja wirklich ein bisschen lickrig. Oder die Runden zusammengestückelt, wo am meisten reported wurde, und das bis zu 7 Mal würde auch gehen. Aber dann müsste man ja die Sicherheit haben, oder es müsste sicher sein, dass die Leute auch wirklich 7 Mal reporten, also in 7 verschiedenen Runden. Quatsch! Was laber ich hier eigentlich? Wir legen jetzt mal los. Also bis jetzt habe ich da nicht viel sehen können. Wir können vielleicht... Ja, also es kann natürlich ein Griefer sein. Oder halt auch einfach jemand, der clean ist, und die Gegner haben sich aufgeregt über seine Goodness. Er Bunny hoppt, oder er versucht Bunny zu hoppen. Ha, endlich habe ich es mal gesehen, ne? Das erste Mal. Aber das sieht nicht erfolgreich aus, oder was er da macht? Oder ist das erfolgreich gewesen? Nee, oder? Ein erfolgreicher Bunny hopp geht auch schneller. Ah, scheiße, Mann. Das ist halt einfach... Wow, mein Sohn. Krasser Headshot, krass erahnt, dass da jemand steht. Guck mal, er hat die beiden gesehen, wie er gerade geguckt hat, ne? Links, rechts, da sind 2. Er hat einen Wallhack an. Wobei, und ein Aimbot? Wobei ich nicht genau weiß, ob er, ob man den da hinten überhaupt sehen kann. Also, ich habe ja vorletztes Mal, bei irgendeinem Overwatch hat mir jemand einen Link geschickt zu einer Erklärung, wie diverse Cheats funktionieren, weil ich mich da mit einem Wallhack etwas... Ich habe mich jetzt nicht ungünstig ausgedrückt, aber ich habe gesagt, ah, guck mal, da hinten hat da jemanden gesehen, obwohl man den gar nicht mehr sehen kann, denn ich glaube 2015 gab es ein Update, und das hat die Daten, die auf Entfernung gehen, die an deinen Klient kommen, mit denen der Cheat überhaupt arbeiten kann, verkürzt. Also man konnte wohl früher komplett bis an den Spawn gucken über die ganze Map, bin ich mir aber nicht sicher, aber seit 2015 geht das nicht mehr. Man kann nur eine gewisse Range gucken, also diese Cheats gehen nur auf eine gewisse Range, weil der Klient nur ab einer X-Range damit arbeitet. Also auch für die keine Cheats anhaben, der hat doch einfach alles. Ich meine, alleine schon, dass er es versucht. Ja, ich würde sagen, Wallhack, Aimbot und Bunnyhop Bums. Hier, ihr wisst schon, das unterste halt, was man anklicken kann. Wobei ich mir mal Aimbot auch... Also, ja, doch, er ist schon echt krass. Vor allem, wenn halt der... wenn halt der Aimbot, der Aim Assistance komplett auf den Kopf eingestellt ist, ist wirklich sehr... das fällt halt voll auf, ne, wenn jemand nur Headshots macht. Da kann ich... Da fehlt auch so ein bisschen der Nachvollzug meinerseits. Warum stellt nicht jemand, wenn man ein Aimbot benutzt, warum stellt man den nicht auf den Arm ein oder auf den Körper oder sowas? Oder mit einem kleinen Abstand, mit so einem Offset einfach neben den Körper, dass man nur noch danach aimen muss oder irgendwie so. Aber es gibt ja echt welche, die stellen sich das auf den... Guck mal, wie er da runterlinst. Er weiß ja, dass da jemand ist, deswegen schleicht er auch. Ja, Mann, was für ein Lurch. Was war denn das? Hat er die Taste nicht gefunden zum Schießen? Weiß der Bot? Ich bin noch drauf, schieß! Scheiße, Mann. Naja, Ich habe in der letzten Folge auch drüber gesprochen, dass man sich ja eigentlich wünscht, dass man nicht so viele Cheater in den Overwatches hat, sondern eher maximal einen Griefer oder am liebsten halt Leute, die sehr gut sind und die als Cheater bezeichnet werden, obwohl sie einfach nur gut sind. Aber das war jetzt schon der 3. Cheater in Folge, oder ist der 3. Cheater in Folge. Er wartet auf ihn hier, auf ihmchen. Ich weiß nicht, ob man ihn steppen gehört hat, aber eigentlich kann er ja gar nicht wissen, dass dieser Toucan da ist. Aber er riecht ihn durch die hier durch. Pass auf. Oh mein Gott, drückt er mir jetzt durch die Wand? Da sind nochmal 2. Die hat er jetzt alle auch voll im Visier, ne? Deswegen aimt er auch so. Für ihn sind die sichtbar. Ja, das ist ein Arschloch, ey. Wirklich. Oh Mann, ich mach gleich langsam. Ich will sehen, wie die Headshot... Oh, sind die weggegangen? Schade.
Dieser Knilch, der hier, Tukan, steht da im Teamspeak. Mates, Leute, passt auf. Gleich holt mich der Cheater weg. Wartet es ab, gleich holt er mich weg. Und damit hat er wahrscheinlich recht. Wobei, Tukan, das war jetzt halt auch... Also, Tukan wusste ja wahrscheinlich nicht, dass er da steht, aber... Das war jetzt halt nichts, wo man jetzt sagen kann, legit oder unlegit. Also dieser Kill, dieser Warterei von The Suspect auf jeden Fall. Die Mates sind hier am Sichten die ganze Zeit, überall. Und er bleibt da einfach stehen und wartet, weil er sieht, dass da halt ein Gegner steht. Den hier oben hat er auch mittlerweile erspäht. Und hat ihm einen Header gedrückt. Der sah aber auch völlig unverdächtig aus. Ich habe gespuckt. Hey, warum spuck ich die ganze Zeit? Guck mal, und der ist jetzt nach hinten gegangen und wollte den von hinten... Achso, die Bombe ist ja da down, na klar. Passt auf. Er wartet jetzt nicht, weil er nicht zurückkommt, der T. Weil er nicht zurückkommt, wartet er. Er will jetzt ran, er will ihn holen, er will ihn killen. Er ist sich auch ganz sicher, dass er nicht Mitte gegangen ist, natürlich. Er will ihn einfach abfangen. Oder halt jetzt hier abwarten, naja. Aber er schaut nicht auf Mitte. Lurch. Richtiger Lurch. Also was haben wir nochmal kurz zusammenfassend? Waren die Bunny Hops vorhin wirkliche Bunny Hops oder war das einfach nur ein Versuch? Guck mal, der versucht ja auch rumzuspringen. Ich meine, so sieht's auch aus, wenn ich versuche zu Bunny Hoppen, oder? Diese richtigen Bunny Hops sind ja ultra geschmeidig und man fliegt sehr weit, so wie ich auch gerade gesprochen habe. So sehen Bunny Hops aus. Fuck. Ich wollte nämlich gerade auf langsam stellen. Ich will sehen, wie die Headshots reingehen. Obwohl da jetzt ja gar nichts reinging. 3, 2, 1, komm, geh ran! Das ist ein Sack. Das ist ein richtiger Sack, ne? Der wartet einfach wieder. Er beobachtet sie, ne? Also man kann sie hier sehen, hinter dem Kasten. Er sieht sie alle. Deswegen guckt er auch so, dass er sie alle drei im Visier hat. Also gut, natürlich, da wo er jetzt gerade hinaimt, würde ich auch hinaimen, wenn ich... Jetzt habe ich nicht geguckt, scheiße. Ah, der ist nicht gestorben. Wenn ich da stehen würde, würde ich auch natürlich so aimen, dass ich die sehr schnell hier holen kann. Ja. Aber, Da hat er schon geprefired. Ich glaube, er hat sogar kurz schon geprefired. Er konnte gar nicht sehen, dass da einer direkt an der Kante steht und hat schon geschossen. Ich muss jetzt auch, glaube ich, den Wallhack nicht mehr rechtfertigen. Ihr seid euch sicherlich jetzt auch einig, dass er einen Wallhack benutzt. Aber nutzt er auch Arm Assist? Lässt er seine Arme führen? Was war denn das gerade eben? Er geht drauf, zieht daneben, drückt ab, Treffer. Was? Was eine Pisskartoffel. Oh, Tukan kommt von unten. Jetzt muss er sich gleich entscheiden. Also er sieht ihn jetzt schon mittlerweile, dass er hier kommt. Jetzt muss er gucken. Mein Junge, Tukan kommt. Naja, okay. Man könnte jetzt hier auch sagen, er hat ihn gehört. An der Stelle. Kartoffelsalat mit Eiern und Speck, ne? So sieht es nämlich aus, der Suspect. Du Kacksalat. Wie er sich freut. Hör doch mal auf, dich so zu freuen. Der hat es gar nicht verdient, sich zu freuen, oder? So an sich im Leben hat es einfach nicht verdient. Hopp, mach jetzt noch was Ultraverdächtiges und dann sind wir hier durch. Oh. Er wird gesmoked, aber nicht zu hart, oder? Ne, er wird gar nicht gesmoked. Die ist sowas von weit reingeflogen. Wow! Also, entweder hat er seinen Warlock ausgeschaltet oder er ist ultra schlecht. Warum macht er das? Warum aimt er da jetzt so rein? Das ist eigentlich auch unnötig. Ziemlich unnötig. Oder kann er sogar an den Umrissen erkennen, ob jemand was schmeißt? Hat er gerade echt danach geschaut, ob die vielleicht was werfen? Nee, oder? Das wäre natürlich Hammer. Sehr drastisch. Husky ist noch versteckelt. Aber er kann ja durch die Wand sehen. Schau mal, er ist auch jetzt ziemlich sicher, dass close right keiner steht. So wie er rumguckt. Also ich hätte schon längst hier mal hingefokust. Weil es sind noch drei Leute alive. Die können überall sein. Aber nein. Ich wurde schon so oft von der Scheißposition da hinten geholt, dass es mir einfach eine Leere war und ich dann mich halt oft danach umdrehe. Aber er ist sich sicher, da ist keiner. Nee. Als könnte er es sehen. Komm, Husky. Oh, Husky. Allein, dass er ausweicht. Dass er jemandem ausweicht, den er... Ja, ich rechtfertige immer noch. Aber das ist ja auch eigentlich meine Arbeit hier als Overwatcher. Ne? Ich muss durch die Bank seine Aktion eben einfach... analysieren und sagen, was ich denke, was er da macht, was er da treibt und so weiter und so fort. Guck mal, also, ich wollte gerade sagen, mit Husky hat das, aber das ist ja Hatchet. Aber er kommt nicht von der Mitte, nein. Und jetzt zoomt er aus und er sieht, oh, er kommt da gar nicht und geht wieder weg. Das ist sein... Ah!
Ich kann natürlich verstehen, warum die Sachen, das Suspect und so weiter und die restlichen Namen, warum die geschwärzt sind und man nicht den Originalnamen wissen darf, aber es wäre schon irgendwie cool, wenn er komplett zerrissen werden würde, oder? Wenn bei Overwatch ist, der Spielername, das Cheatenden. Aber auch nur, wenn er, wartet mal, wie könnte man das machen? Nicht, dass jemand, der tatsächlich nicht cheatet, sondern nur gut ist, dann plötzlich sichtbar ist und alle flamen. Wenn jemand gebannt wird, zu Recht, von 7 Overwatchern, oder wie viele es sind, ich glaube es sind 7, oder 10, dann könnte so einen Live-Ticker geben in CSGO selbst, wo dann die Accounts stehen. Wurde gebannt. Dass man auch sieht, wie schnell das geht. Wie viel das sind, so global gesehen. Dann könnte man sie flamen. Ich meine, so Leute haben es nicht anders verdient. Wer wirklich cheatet, also hört mir genau zu, wer wirklich cheatet, sollte er gar nicht mehr weiterspielen können, eigentlich. Also wenn wir ehrlich sind, sollte er nie wieder irgendwelche, zumindest keine Online-Spiele spielen. Singleplayer-Games cheaten, komplett andere Geschichte, komplett was anderes, zu 100%. Da bin ich auch ganz bei euch, oder ihr seid da hoffentlich ganz bei mir. Age of Empire, GTA, San Andreas und so weiter und so fort. Da macht es natürlich Spaß, wenn man da so ein bisschen umher cheatet, ja. Aber sobald man online spielt, competitive spielt, andere Leute mit inbegriffen sind, dann kann man das nicht machen, das geht nicht. Und gerade im Matchmaking, hallo. Ich finde, es ist auch nochmal abgeschwächter, wenn man das in einem Deathmatch macht oder so, weil das ist eh Halligalli. Ich meine, ich würde es nie im Leben machen. Und ich würde auch trotzdem jemanden bannen, wenn ich das mitbekommen würde, dass er im Deathmatch cheatet. Aber wenn man im Matchmaking cheatet oder eben auch in Ligen, ja. Also ich habe jetzt gehört, dass bei Faceit extrem viel, also im Vergleich zu allen möglichen Ligen, sehr viel gecheatet wird. Faceit wird ja als Liga gezählt, ne? Selbst in der FPL cheaten Leute. Also, einer im Team oder irgendwie so. Also da gab es dann so Statistiken und eben auch aufgedeckte Sachen. Man weiß es ja halt auch einfach, weil es ja schon oft rauskam, dass jemand gecheatet hat. Und sowas finde ich einfach unmöglich. Es geht doch darum, dass man competitive spielt. Man möchte die Competition haben, weißt? Man will gucken, wer besser, wer schlechter ist, wer, die Krone aufbekommt. Und da macht es doch gar keinen Sinn. Da ist es einfach arschlochmäßig zu cheaten. Also ich habe schon mit diversen Cheatern gesprochen und sie haben gesagt, ich habe entweder geraged und dann gecheatet, weil es mich abgefuckt hat, weil ich gedacht habe, im Gegnerteam cheatet einer. Andere sagen, weil ich es lustig fand und so weiter. Also wenn man Cheaten lustig findet, dann sollte man zumindest im Deathmatch oder so rumcheaten und nicht irgendwie im Matchmaking. Also ja, und Rage-Hacking ist natürlich in der Theorie, kann man verstehen, ganz klar. Wow, der ist ganz gut, ich fange an zu cheaten, um den zu klatschen. Oder wow, ich glaube, der cheatet. Aber das ist halt saudumm, weil vielleicht cheatet der andere ja gar nicht. Dann seid ihr der Cheater, der die Lobby erst scheiße macht. Der andere ist vielleicht einfach nur gut. Man kann es ja nie genau wissen. Also man kann zwar oft im Game sagen, oh, der ist aber gut. Vielleicht. Aber man kann es nur ganz, ganz selten wirklich zu 100% sagen, ja. Es gibt zwar Leute, die denken, sie können es zu 100%. Aber, ja. Das geht, man kann es einfach nie wirklich wissen. Gerade wenn man sich jetzt halt so richtige Profispiele anschaut, und ich spreche jetzt nicht von diesen Profispielen, wo jemand cheatet, sondern, hat er jetzt gebunnyhoppt oder nicht? Wartet mal kurz. Hat er jetzt, war das jetzt ein Bunnyhop? Er hat es versucht und Bunnyhop Nee, ich lasse es mal weg, ich habe keine Ahnung. Ich muss mir Bunnyhop-Videos angucken, dass ich das sehe. Verdammte Scheiße. Aim Assistance. Das war aber auch nur am Anfang, ne? Später dann gar nicht mehr. Naja, komm. Wenn man sich so richtige Pro-Matches anschaut, auch von früher, also ich war richtig aktiv im Matches schauen, im Videos schauen und so weiter, also Livestream gab es damals eigentlich nicht so wirklich, aber bei 1.6 war ich halt wirklich voll involviert in der ganzen Szene und habe auch selbst gespielt, also jetzt nicht in großen Ligen oder so, aber ich habe sehr, sehr viel gespielt und später bei Source dann halt in der ESL gespielt, also gibt's die noch? Ja, ne? Die ESL. Ja, naja. Und da war ich schon noch sehr aktiv und wenn man dann da irgendwie so Videos gesehen hat, wie diese Hardcore-Leute abgehen, das wirkt halt so, als würden die Ultra reinhacken. Also nicht Ultra, aber so ein bisschen. Manche Sachen sind abnormal, natürlich leisten die sich auch oft Schnitzer, klar. Aber ja, naja, egal, soweit, so gut. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Es war jetzt zwar das 2, aber ich finde, wir haben einen schönen Talk gehabt und ich hoffe, ihr sprecht schön mit. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr Livestream, Dienstag CSGO Only und Donnerstag CSGO und PUBG. Es gibt Viewer Games, man kann mitspielen. Es gibt gerade ein Live-Giveaway, schaut rein.